Obwohl wir schon eine Klage von Berlusconi am Hals haben, scheuen wir uns nicht, Ihnen zu zeigen, wie das Privatunternehmen VGF eigenmächtige Handlungen gegen das Volk ausübt. Dabei versuchen die Angestellten der VGF auch die Pressefreiheit zu unterminieren, indem sie sogar gewalttätig werden, wenn man sie bei ihren illegalen Methoden erwischt. Später wurden wir sogar in der B-Ebene von ca. 10 schwarzen Sheriffs eingekesselt und man versuchte uns das Kameramaterial zu entreißen. Leider sind wir echt pleite und können uns keinen weiteren Prozess leisten und zeigen Ihnen nur das Nötigste. Und noch was, lasst euch nicht einschüchtern. In der Öffentlichkeit ist Filmen erlaubt und Personen der Öffentlichkeit dürfen gefilmt werden. Am schlimmsten ist jedoch die Tatsache, dass die Regenten Roth und Koch, beide CDU, solche einschüchternden Zustände in Frankfurt dulden. Dagegen sollte man sich auflehnen. Danke. Ja, lasst mal in Ruhe. Und was? Ja, komm, ja. Komm, komm. Komm, wenn Sie mich fotografieren wollen, passen Sie mich mal her. Das kann ich auch anders. Wenn Sie mich nochmal fotografieren, nehme ich Ihnen das Ding weg. Haben Sie ein Problem mit dem fotografiert werden? Sie haben mich zu fragen. Nein, hier ist ein öffentlicher Platz. Irrtum. Doch. Wenn Sie mich nochmal fotografieren, haue ich Ihnen das Ding weg. Versuch's mal, du. Ah, haben Sie Verstärkung geholt? Das Filmen ist hier unten nicht gestattet. Können Sie mir das mal zeigen? Das kann ich Ihnen zeigen. Machen Sie bitte erstmal die Kamera aus. Das ja? Weil hier oben. Das ist ja eine andere Geschichte. Sehr viele Leute filmen hier. Und aber nicht hier unten. Ist es hier ein öffentlicher Platz? Ist das hier ein öffentlicher Platz? Nee. Das ist in der Hinsicht, ist hier die VGF Ich habe hier meine Fahrkarte. Ich hier das hat damit nichts zu tun. Ja. Sie können ja gerne mit der Bahn fahren, das verweigere ich Ihnen ja gar nicht. Ja, Sie, das Einzige, was ich Ihnen verweigere, ist, dass Sie hier filmen. Gut, ja? Aber ich habe hier aufgefallen, dass Ihr Kollege mich dort oben angegriffen hat. Was da oben passiert, geht mich nichts an. Dann wird Ihr Kollege demnächst von der Polizei wahrscheinlich belangt. Das ist ja eine andere Geschichte. Ja, ja, das ist eine andere Geschichte, aber ich möchte jetzt weiterlaufen. Sie können ja gerne weiterlaufen. Ich laufe weiter. Ja. Gutes Ablenkungsmanöver. Danke. Ja.